Guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Es gibt nichts zu beschönigen. Das Ergebnis ist für uns schmerzhaft. Wir müssen aber trotzdem sagen, die Genossinnen und Genossen in Niedersachsen haben entschlossen gekämpft. Wir bedanken uns bei Ihnen allen, bei denen Sie sich engagiert haben, für diesen Wahlkampf, der nicht einfach war und den Sie trotzdem sehr engagiert Wir hätten Ihnen und uns den Einzug gegönnt, zumal die Niedersächsische Linke im Landtag eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, darüber kann es keinen Zweifel geben. Für uns, wie gesagt, ist das Ergebnis schmerzlich, auch wenn es ganz leichte Tendenzen gegenüber den Landtagswahlen der Vormonate gegeben hat. Ich will aber gar nichts beschönigen. Wir hatten uns mehr erhofft. Es zeigt sich eben, wenn Vertrauen bei der Wahlbevölkerung verspielt wurde, geht es schneller, als man es wieder zurückerobert. Wir werden jetzt in den Gremien die Konsequenzen ziehen müssen. Wir werden analysieren müssen, an was es gelegen hat, warum wir die Themen nicht so setzen konnten, wie wir das gerne getan hätten, obwohl wir glauben, dass es die richtigen waren. Wir werden analysieren müssen, was wir für die Bundestagswahl daraus für Konsequenzen ziehen. Ich bin überzeugt davon, dass der leichte Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzbar ist, auch wenn es jetzt ein Zurückwerfen gegeben hat bei dieser Landtagswahl. Aber wir haben eine durchaus motivierte Partei und wir werden die Chancen nutzen, die wir zur Bundestagswahl haben, beharrlich an unseren Themen weiterarbeiten, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen, um dann erfolgreich in den Bundestag einziehen zu können. Liebe Genossen und Genossen, liebe Gäste, unsere Partei hat in Niedersachsen wirklich einen sehr couragierten Wahlkampf geführt mit viel Einsatz. Wir haben Wind, Wetter, Schnee getrotzt. Die Partei, nicht nur Niedersachsen, hat gekämpft, sondern es gab Unterstützung aus Ost wie West, Nord wie Süd. Auch dafür ein Dank an all diejenigen, die sich bei diesen Temperaturen in Niedersachsen richtig ins Zeug gelegt haben. Wir waren in Niedersachsen im Wahlkampf die Einzigen, die auf den Zusammenhang hingewiesen haben, den es gibt zwischen einerseits einer Verwendung von Steuermilliarden für die Bankenrettung und andererseits fehlenden Geldern für notwendige Ausgaben wie Bildungspolitik, wie sichere Löhne, Renten, aber auch für Krankenhäuser. Und das ist inhaltlich gut angekommen, aber wir müssen feststellen, dass auch die Inszenierung des Kopfrennens zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb zu unseren Lasten gegangen ist. Und wir haben auch festgestellt, dass wenn man über Wochen hinweg sozusagen in Umfragen eine Partei beiträgt, Prozent immer wieder eingestuft wird, dass am Ende auch eine selbsterfüllende Prophezeiung werden kann. Und insofern stellt sich schon die Frage, inwieweit auch mit Umfragen Politik gemacht wird. Wir sind sehr enttäuscht von dem Ergebnis. Und ich glaube, das ist für uns alle ein Anlass, auch gemeinsam nachzudenken, was jetzt zu tun ist. Und jetzt ist Nachdenklichkeit, jetzt ist gemeinsame Beratung gefragt. Kurzum, dieses Ergebnis sollte für uns ein Anlass sein, die Köpfe zusammenzustecken und zusammenzuhalten. Aber dieses Ergebnis darf für uns kein Anlass sein, den Kopf in den Sand zu stecken. Dafür gibt es zu viele soziale und demokratische Missstände in diesem Land. Danke, dass ihr da wart.